Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hertha Barislovic. Ich kam vor 3 Jahren durch Freunde zum Minigolf, habe daran Gefallen gefunden und habe das Ganze dann als Sport betrachtet. Habe trainiert und voriges Jahr wurde ich Wiener und Regionalmeisterin und heuer das erste Mal Staatsmeisterin und dann Europameisterin. Frau Barislovic, ist nun Minigolf ein kostspieliges Hobby und wie betreibt man es eigentlich richtig? Minigolf ist an und für sich kein teurer Sport. Wenn man es zum Vergnügen spielt, zahlt man für einen Durchgang, das sind 18 Bahnen, 9 Schillinge. Und wenn man es dann also als Sport betreibt und bei einem Verein ist, verbilligt sich das natürlich. Und vor allem braucht man viel Zeit dazu. Und was braucht man eigentlich dazu, um in diesem Sport halbwegs erfolgreich zu sein wie Sie? Ja, also einen golfähnlichen Schläger, dann verschiedene Bälle, die sich in der Qualität unterscheiden. Ja, sehr viel Konzentration und Kondition. Und Kondition, dürfen wir da Ihr Erfolgsrezept bezüglich Kondition erfahren? Ja, also ich trainiere in der Woche 5-mal, 3-mal unter der Woche und Samstag, Sonntag bei einem Turnier. Ja, und das ist sehr anstrengend. Und dabei lernt man auch, dass man nach stundenlangem Spielen sich auch bei schwierigen Bahnen noch immer konzentrieren kann. Die Trainingsergebnisse des Vortages werden nochmals angesehen und dann geht es los, bis es dunkel wird. Ausgestattet mit einem Schläger und 7 verschiedenen Bällen, setzte sie alle die von ihr aufgezählten Notwendigkeiten in die Tat um. Konzentration, Übung, Kondition, Ruhe, viel Geduld und starke Nerven. Wir lernten den Temposchlag, wie sie sagte, das Um und Auf in seiner Vollendung kennen. Ein Ass, keine Seltenheit. Donnerwetter, das ist aber auch wirklich meisterhaft. Hat eine Europameisterin eigentlich noch geheime Wünsche oder Ziele? Ja, ich möchte einmal bei einem großen internationalen Turnier die absolute Bestleistung spielen und das heißt besser als der Beste herspielen. Und es freut mich ganz besonders, den Obmann des Minigolf-Club Hietzing vor meinem Mikrofon zu haben, Helmut Dangl. Servus Helmut. Hallo Christine. Du feierst mit deinem Verein ein besonderes Jubiläum. Verrätst du uns das wievielte? Ja, wir sind ganz stolz, dass wir heuer unser 50-jähriges Jubiläum feiern können. Wir sind damit einer der ältesten Vereine im 13. Bezirk und das freut uns ganz besonders. Ihr habt ja da einige Stationen im Laufe der Zeit durchgemacht. Das heißt, wo habt ihr denn begonnen mit eurem Vereinsleben? Wo war denn die sogenannte Gründung? 1964 war die Gründung auf einer Betonanlage in der Anton-Langer-Gasse. Wir hatten dann nach einigen Jahren das Glück, dass wir eine zweite Anlage dazu mieten konnten, die gleich um die Ecke von der Anton-Langer-Gasse in der Weinrother-Gasse war. Das war dann eine Miniaturgolfanlage, eine alte Eternitanlage. Dort mussten wir aber leider auch ausziehen und waren dann 3 Jahre im Prater in der Russenschachallee beim KSV. Und seit 2005 haben wir das große Glück, dass wir wieder in Hietzing tätig sein können. Ja, eben, da hab ich einen Kopf.
Auf schöne Menschen. Cool angerichtet. Ausschließlich. Auf sehr schöne Menschen. Ja. Wer hat euch geholfen, damit das möglich wurde? Es hat uns eigentlich den Weg bereitet der jetzige Ehrenpräsident des ASVÖ Wien, Herr Kopal, der sich hier sehr eingesetzt hat. Es war ursprünglich geplant, entweder eine Fun-Sport-Sportanlage oder ein Miniaturgolfplatz, und es wurde Gott sei Dank ein Miniaturgolfplatz. Ja, trotz meiner 3-6 auf Bahn 4 war es gar nicht so schlecht. Nein, den dritten 6 auf Bahn 4 habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass ich nicht vermeide. Das ist der erste Mal. Ja, ja. Nein. Aber was soll man machen? 7. Das sind 5 Schläge nicht mehr noch. Wohl. 5 Schläge. Ja, Helmut, ich möchte dich noch fragen. Der MGC Hitzing ist ja ein sehr erfolgreicher Verein, speziell in der Vergangenheit. Hat er einige Erfolge ausfahren können oder einfahren können, sagen wir lieber so. Was war denn da alles so dabei? Ja, gleich in den Anfangsjahren fing es eigentlich recht gut an. Da wurde der MGC Hitzing Europacup-Sieger. Wir hatten auch gleich zu Beginn einige Staatsmeister in unseren Reihen, ganz besonders Hedi Ostrawski war sehr erfolgreich. Und natürlich in weiterer Folge haben wir auch einige Ex-Hitzinger, die noch immer aktiv sind, zum Beispiel wie du, Christine. Danke. Die ebenfalls sehr erfolgreich sind und auch einige Staatsmeistertitel schon einfahren konnten. Und wie soll das heute dann noch weitergehen? Wann gibt es, also ich habe gesehen, da Grillbuffet und ja, also es wird ab 17 Uhr, hoffe ich, dass heute die meisten Gäste schon da sind. Wir werden eine kleine Erinnerungsansprache halten und dann wird gegessen und getrunken. Dann wünsche ich diesem geselligen Abend noch alles, alles Gute. Was anderes sein als mein Konterfei. So wo ist die? Danke, schön. Das ist ja bei uns richtig. Ja, ja. Ja, liebe Hund, ja. Jawohl. Dann gehe ich hinter die Füllen, mein Papa. Ja. Ich rede über 24, das ist jetzt 21 Stück. Geh auf, ja.
Ihr habt es jeden Tag. Das Was ist denn jetzt passiert? Das Herrn, ich habe den Ballen auskühlen lassen. Das ist immer so ein Stiegel hinter die Grätach, der Dreier natürlich. Kein einziges aus. Wir haben ja auch geschossen, es war das Aus. Und dann nichts mehr. Ne? Ich spüre mal halt warm, leicht. Das geht halt in der Früh nicht. Ja, klar. Das ist schon genug. Ein großer Sieg, wir wollen ja was haben. Ich glaube, das zeige mal von mir ins Auto. Ich kann ihn auch zu Hause bringen, oder? Ja. Das heißt ja alles, weil Sie liebt das schon mehr im Dreck. 30, ne? Das ist aber nicht sehr gut. Das würde ich gar nicht machen. Sehr gut. Ja, er hatte keine Gedanken, er wird zuzuschauen. Jawohl, Jung. Jetzt muss ich noch den Stoß erfüllen. Ich müsste auch mal ins Fernsehen. Gratuliere. Auch ins Fernsehen, auch ins Fernsehen. Das ist der Latzelsberger. Manfred Latzelsberger. Ja, der Latzelsberger. Ja. Ja, sicher. Wo ist der heute? Wir haben den Hammer aus. Ja, ja, was?
Dir noch einmal ein großes Danke, und hast du einen speziellen Wunsch für die Zukunft an den MGC Hitzing, den du so über den Äther schicken möchtest? Ja, ich würde mir mehr Mitglieder wünschen. Wie macht man das? Das ist eine gute Frage. Wenn das einige wüssten, dann hätten wir alle mehr Mitglieder. Das lasse ich so im Raum stehen. Danke, Helmut, für dieses Interview. Dankeschön. Alles Liebe noch. Auf Wiedersehen.